come forward. The brutal attack on three female college students in Pflugerville, Texas last year is back in the public spotlight. Pflugerville citizens are in an uproar demanding answers. Und damit hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Texas Chainsaw Massacre. Die liebe Kupfermünze hat sich breitschlagen lassen, mit mir eine Runde Survivor zu spielen, weil wir dachten, dann können wir euch auch Survivor-Gameplay mal zeigen. Ich konnte mit meiner Conny spielen, Gott sei Dank. Die habe ich nämlich schon ein bisschen gelevelt. Die anderen Survivor sind bei mir nämlich nicht gelevelt. ja, und die liebe Kupfermünze ist das Hassobjekt, die musste nämlich mit Leland spielen. Ja. So. Mhm. Ich habe zwei Dietriche. Jetzt muss ich nur einen Ausgang finden. This might lead to the others. So, und wir sind jetzt wieder auf der Tankstellen-Map. Also da, wo wir im zweiten Video quasi waren. Und, ja, ich habe eine Tür. Ich habe ein bisschen das Problem, dass die ganze Zeit Buba bei mir rumläuft. Ich habe noch keinen Dietrich. Ich bin einer ist raus. Einer ist disconnected. Entweder getötet und einfach direkt disconnected. Ich habe schon eine Tür offen. Ich glaube, du bist aber hier bei mir. Ich höre dich atmen. Oh. Das war ungünstig. Weil ich habe die Tür aufgemacht. I have to find the others. Run, Conny! I can get through. Okay, ich bin oben im Haus. Oh Gott, okay. Wir haben natürlich die Tankstelle bei Tageslicht. Natürlich. Oh, der Koch ist hier bei mir. Oh! Der Koch hat mich nicht gesehen. Ich gucke direkt im Gebüsch. Er macht hier wieder den Ausgang zu. Ich glaube, er hat hier ein Extraschloss dran gemacht. Bin mir nicht sicher. Er rennt jetzt vorne zu dem anderen Ausgang. Also ich bin schon draußen. Ich bin... Ja, der andere ist auch draußen. Der latscht hier aber auch rum. Ich noch nicht. Ich höre die Kettensäge. Ich habe halt nur noch einen Dietrich. Okay, Bubba ist hier. Der macht hier was kaputt. Ist, glaube ich, gerade im Haus. Ich habe halt meine Fähigkeit gerade nicht, mit den Schlösser schnell knacken kann. Ich bleib mal kurz hier hocken. Weil Bubba, glaube ich, hier gerade noch gleich rauskommt. Eigentlich würde das Huhn jetzt Alarm schlagen, aber ich habe Conny bei Heimlichkeit auf volle Latte geskillt, also auf das Höchste, was geht, komplett. Und dadurch reagieren die Hühner Gott sei Dank nicht, wenn ich hier hocke und mich hier bewege. Ja, hier sind zwei Schlösser dran. Ich muss mir halt erst den Dietrich noch besorgen. Ich hole mir gerade auch noch zwei Dietriche. Ich habe unten eine Tür auf. Ich kann bloß einen mitnehmen, sonst habe ich kein Messer mehr. Ich müsste halt im Haus, ist glaube ich noch irgendwo ein Dietrich. Ja, oben sind eigentlich auch welche verteilt. Ja. In diesem Fall kann ich sagen, seid froh, dass ihr Susi zuguckt. Ich schaff's in der Regel nie aus dem Keller. Latscht hier rum. Du warst gerade draußen mein Hühnchen, wo ich gerade gehockt habe. Ich brauche einen Dietrich. Scheiß Dietrich, ey. Oh nee. Just think, there's got to be a way out. Koch rennt hier rum. Okay, ich sehe den Koch. Der Koch geht gerade
die Türen ab Richtung Batterie, würde ich sagen. Ich habe nur einen Dietrich. Ja? Hm? Ja, einer ist tot. Jetzt sind wir alleine. Ja, ich habe ein Schloss aufgemacht hier beim Generator. Korrosieren. Der kontrolliert jetzt hier gerade. Horcht. Geht wieder. Schatz, ich brauche einen zweiten Dietrich. Ich gehe mal wieder in den Keller. Wurde gesehen. Du warst dann bei mir in der Nähe. Ja. Das blöde Hühnchen hat mich jetzt doch verraten. Dann kann ich mir hier unten... Ich will unten einen Dietrich holen. Emma ist hier. Emma schleicht hier rum. Anna ist noch hier unten. Ja, aber einer hat... Oder ist ein Killer erst rausgeflogen? Es ist Johnny. Ich habe den noch nicht gesehen, die ganze Runde. Nein, Dietrich. Vielleicht ist Johnny rausgeflogen als Killer. Ich knack gerade das zweite Schloss übrigens hier, wo du warst. Ich muss nur aber ich habe dann keinen Dietrich mehr. Ich habe hab zwei Dietriche jetzt wieder, aber ich muss halt das mal hier wieder raus. Den Ausgang finden. Hier ist ein Ausgang. Okay, ich bin in der Nähe vom Generator. Ich könnte durch den Hinterausgang raus. Da muss ja irgendwo ein Dietrich sein, ne? Eigentlich ja. Ich bin im Keller raus. Ich bin, versuche gerade rauszukommen. Oh Gott, Anna wird gerade gekillt. Nee, hier ist kein Dietrich. Okay. Hier ist nur Heilung. Scheiße. Das Hühnchen. Wo bist du jetzt? Ich bin da am Geheimausgang, aber ich habe keinen Dietrich. Komm mal. Hier ist keiner drin. Komm, ich komm, ich komm. Oh Gott. Ich höre dich. Hast du Spezialfähigkeit? Ja, ich finde nur gerade den Durchgang nicht. Du musst durch den Haupteingang in der Mitte. Dort beim Hühnchen rein, durch die große Tür. Ich bin hier. Oh, run, Conny. Komm! Auf! Und schnell raus! Run! Ja! Ich habe halt gerade keine Energie mehr. Es kommt gerade keiner. Oh, schön hier, guck mal. Ja, aber denk dran, wir müssen noch ein Stückchen laufen, bevor wir wirklich sind. Ja, bis zum Gürteltier müssen wir. Okay, wir haben es geschafft, wir sind raus, alle beide. Bubba kommt. Und Koch. Ich run. Tschüss. Tschüss. Ja. Wie gut, voll der Erfolg. Aber nur, weil wir wussten, dass es diesen Ausgang gibt. Richtig. Wir wussten, dass es diesen Ausgang gibt. Anna ist jetzt noch drin. Die braucht jetzt Reinrutsch da ja nur raus. Das Tor ist offen. Ja, und gut, die beiden Killer stehen halt draußen, ne? Ja. Aber wenn sie sich jetzt noch einen Dietrich holt, kann sie auch bei der Batterie hinten raus. Sie können jetzt nicht alles sichern, quasi. Wollen wir Anna noch kurz zugucken? Ich würde sagen, ja, wir gucken mal, ob Anna rauskommt. Aber wir sind raus! Ich freue mich so. Und sie verliert halt jetzt nach und nach Leben. Ja, also, ihr seht das Herz. Weil sie die Letzte ist. Das Herz, was dort rechts blinkt, das ist quasi das Leben, was sie verliert. Ja. Anna, da ist ein Ausgang rechts. Warum geht sie da nicht raus? Weil sie es nicht gesehen hat? Ich weiß nicht, was sie macht. Und vielleicht weiß sie nicht. Was ist das denn? Okay. Ist das der Survivor, der disconnected ist? Oh. Ja, aber warum kam... geklitscht.
Ja, bei mir auch. Aber warum kam dann vorhin dieses, wurde getötet? Weil dieses Disconnect kam ja schon viel eher. Na gut, vielleicht wurde sie auch getötet. Sie versucht es über die Sicherung, aber sie hat doch gar keine Sicherung. Keine Sicherung. Vielleicht weiß sie das nicht. Vielleicht ist die Anna noch neu. Ja, oder sie legt eine falsche Fährte. Das kann auch möglich sein. Das ist übrigens ein Dietrich. Mhm. Gucken wir mal. Was hat sie vor? Ah, oder liegt die? Die hat es dorthin gelegt schon. Krass. Voll clever. Mhm. Aber sie muss sich jetzt beeilen, weil wenn die jetzt Opa hochleveln und füttern, so, du brauchst 15 Ampere. So. Ich glaube, das ist durch die Farben relativ okay machbar. So, jetzt muss sie halt wieder runter in den Keller kommen. Und den Kellerausgang finden. Ich finde halt, ich finde das halt mit der Sicherung echt schwierig. Oh Gott, hier ist zu. Oh. Also, weil der Kellerausgang ist ja auch nur eine bestimmte Zeit lang offen. Also, ja. Sie hat jetzt nur eine bestimmte Minute oder so Zeit, rauszukommen. Also du musst wissen, wo du lang musst. Ja, du musst wissen, wo der Kellerausgang ist. Sonst aber sie läuft relativ zielgerichtet, oder? Ja, ja. Ich glaube, sie läuft sehr zielstrebig. Das ist nicht der Kellerausgang. Da hinten. Da. Ja, sie kommt raus. Wow. Voll gut. Jetzt geht sie halt noch lieber raus, ey. Also wenn sie jetzt stirbt, ist sie selber schuld. Jetzt muss sie halt noch T-Bagen. Das ist aber unnötig. Ja, warum T-Bagt sie jetzt? Verstehe ich jetzt halt auch nicht. Aber wie gesagt, ich finde den Kellerausgang mitunter am schwierigsten. Aber der wird auch am wenigsten bewacht, ne? Das muss man halt auch sagen, dass der am wenigsten bewacht wird. Ja, cool. Sind wir alle rausgekommen, außer der Disconnect, der da so komisch hing. Ja, so, jetzt habt ihr auch einmal Survivor-Gameplay gesehen. Und das wollten wir euch natürlich nicht vorenthalten. Und ja, ich glaube aber, das war jetzt die letzte kleine Folge vom Texas Chainsaw Massacre. Wir bedanken uns fürs Zugucken, wünschen euch noch einen schönen Tag und sehen uns dann bei einem anderen Spiel hoffentlich wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss. Tschüss.